Das folgende Video ist eine Satire und sollte nicht als Kritik verstanden werden. Das Format ist eine deutschsprachige Adaption der GameSins des US-amerikanischen YouTubers Dardigan, wurde durch CinemaSins inspiriert und entsprechend kreditiert. Es werden keinerlei Urheberrechte verletzt und eine eventuelle Verwendung des geistigen Eigentums wurde uns genehmigt. Ganze 30 Sekunden unüberspringbare Startlogos. Das Spiel hat noch nicht mal begonnen, da sehen wir auch schon einen der schlimmsten Feinde, den dieses Game zu bieten hat. Schwarze Balken. Und weil wir gerade dabei sind, verzichtet doch bitte auf cinematische Stilmittel in Videospielen, liebe Entwickler. Keine Tiefenschärfe, Bewegungsunschärfe, Lensflares, chromatische Aberrationen oder sonstigen visuellen Schwachsinn. Meine Augen sind keine Kamera. Wenn ihr einen Film machen wollt, dann macht einen Film und kein Videospiel. Obwohl niemand auf der Straße ist, fährt dieser Streifenwagen mit eingeschalteter Sirene. Wegen Einsatz. Drei Police Detectives werden in einem Streifenwagen gefahren. Entweder hat die hiesige Polizei keine Mittel für Zivilfahrzeuge oder der Streifenpolizist am Steuer ist einer dieser Stereotypen, die in solchen Geschichten immer als erstes draufgehen. Klingt dann für Arme. Gibt es Verdammt! Irgendetwas Schreckliches geht gerade in einer Nervenklinik vor. Keine Ahnung, was ein Funkspruch aus der Zentrale damit zu tun haben soll. Sollte das alleinige Reden darüber über Funk eine Einladung für das Böse sein, einigen zufälligen und unwichtigen Personen Kopfschmerzen zu bereiten? Kein Mensch ist auf den Straßen. Okay, es regnet, aber selbst dann sollten einige Personen irgendwie unterwegs sein. Immerhin ist dies hier eine Großstadt. Junior Detective Kidman? Irgendwelche Ideen? Junior Detective ist eine sehr seltsame Art, jemanden anzureden, selbst wenn es nur für eine Exposition verwendet wird. Eine Aufnahme eines Polizeilogos auf der Fahrzeugtür-Klischee. Shinji Mikami, Macher dieses Games und Erfinder der Resident Evil-Reihe, beginnt dieses Spiel in einer Stadt anstelle eines Waldes, um den Anfang von Resident Evil zu recyceln. Es ist jedoch noch immer die Ankunft von drei Polizisten, zwei Männer und eine Frau, welche zu einem gruseligen Gebäude kommen, in welchem alle bereits zuvor angekommenen Polizisten brutal ermordet wurden. Wir sehen uns das an. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Du sicherst hier. Sexismus. Als Polizist über Blutlachen zu laufen, ist die wohl schlimmste Art der Tatortverunreinigung. Sind Sie verletzt? Was ist passiert? Und natürlich gibt es, wie bei jedem Massaker, einen Überlebenden. Was zur Hölle? Bösewicht schaut in die Überwachungskamera und Überwachungskamera zoomt unerklärlicherweise ins Bildklischee. Kopfüber aufgehängt in einem Schlachthaus Erwachen-Klischee. Das Böse hört klassische Musikklischee. Sebastian töten, nachdem du seine Wade halb durchgesägt hast, wäre effektiver, anstatt ihn durch eine fleischwolfartige Waschstraße zu schicken, die sogar einen Notausgang besitzt. Die Textur dieser Decke ist die gleiche wie an den Wänden. Hier ist sie nochmal in einer Gulliröhre. Sich in einem Spind oder unter einem Bett vor dem bösen Monster oder Mörder zu verstecken, ist nicht besonders innovativ in einem Horrorgame. Ein einsamer Rollstuhl in einer Nervenklinik ist so gruselig, dass 7 einsame Rollstühle sogar noch gruseliger sind. Kippen sind aus Klischee. Eine Fahrstuhlfahrt später und Sebastians Wade geht es wieder so gut, dass er sprinten kann. Fürs Protokoll, so lief er vor ungefähr 20 Sekunden. Detective! Rein hier, rein hier! Unnötige Anweisung. Wo ist Joseph? Oh Mann, der ist nicht mehr rausgekommen. Hätte noch gewartet, aber... Du hast nicht gewartet, du warst in einem Krankenwagen und auf dem Weg zu verduften, als Sebastian gerade aus der Klinik kam. Woher kommt plötzlich der zweite Überlebende? Jedes Fahrzeug ist genauso schnell wie die Zerstörung der Straße, auf der es fährt. Diese Szene wird Ihnen präsentiert von Christopher Nolans Rechtsabteilung. Protagonist sieht Unheil nur im Spiegelklischee. Der Cop am Steuer geht wirklich zuerst drauf. Egal ob in einem Fahrzeug oder nicht, Menschen, die in eine Schlucht stürzen, sind entweder tot oder sehr tot. Es war taghell, als der Krankenwagen gecrashed ist und nun ist es dunkel. Sebastian war mindestens 2 Stunden bewusstlos in einem brennenden Wrack, ohne zu sterben. Ja, Shinji Mikami, du hast Resident Evil erfunden. Nun hör damit auf, es uns ständig ins Gesicht zu reiben. Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Polizist ist aber ein seltsamer Name. Dieses Game erlaubt dir, Fallen zu entschärfen und dessen Teile zu behalten. Warum genau kann man den Sprengstoff nicht mitnehmen? Der wäre sehr hilfreich. Zombies am Boden verbrennen. Eine Mechanik, die ich noch aus dem Resident Evil Remake kenne, einem Spiel aus dem Jahre 2002. Flaschen werfen, um Gegner abzulenken, kenne ich noch aus The Last of Us. Sebastian klettert aus dem Wasser, hat aber trockene Kleidung und seine Laterne ist noch funktionstüchtig. Wer ist da? Nicht schießen! Eigentlich sollte Sebastian diesen Doktor noch aus dem Krankenwagen kennen.
Anstatt MP3-Player oder digitale Diktiergeräte hören wir Audiologs auf alten Tonbandgeräten. Mikami opfert Glaubwürdigkeit, um seinem Spielstil hinzuzufügen. Außerdem, bei allen Tonbändern sind beide Bandrollen voll aufgespult. In der Realität jedoch spult sich ein Tonband von der einen Rolle auf die andere. Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Eine Kettensäge oder sowas. Kettensägen sind nicht dafür gedacht, Ketten durchzusägen, auch wenn sie Kettensägen heißen? Diese Ironie ist mir entgangen. Die Kettensäge bekommen wir übrigens von einem maskierten Kettensägentypen, der uns immer wieder durch das Spiel jagt, so wie in Resident Evil 4 und 5. Ein Punkt für das Wegwerfen einer Kettensäge in einer Umgebung voller Untoter. Ah, das war Speeds. Ja. Leslie wurde hier vor Jahren behandelt. Wieso wurde Leslie, ein Autist, in einem Hospiz behandelt? Ein Hospiz ist eine Pflegeeinrichtung für Todkranke zur Sterbebegleitung. Leslie ist aber nicht todkrank. Sie wissen, wo wir sind? Dort liegt das Hospiz meines Bruders. Er nimmt uns sicher auf. Das beantwortet nicht meine Frage. Sebastian wäre gut bei Gamesünden. Es juckt. Es juckt. Dieses Jucken. Nicht kratzen. Oh, Zeit, die gute alte Konfettikanone für jeden Jumpscare rauszuholen. Diese Munitionsschachtel bietet uns nur eine Patrone für die Schrotflinte, obwohl vier davon neben der Schachtel liegen. Und das macht dieses Spiel andauernd. Bösewicht trägt Kapuze-Klischee. Endlose Flure, die sich immer wieder verlängern. Ganz was Neues. Diese Szene bekommt den Punkt nicht, weil die Idee aus The Shining ist, sondern weil dieser Blutfluss Sebastian in ein riesiges Becken voller Blut teleportiert. So wie zu Beginn, als er durch einen blutigen Schacht in ein anderes Becken voller Blut gerutscht ist. Die einzigen, denen dieses Game Angst einjagt, sind vermutlich Menschen, die unter Hämophilie leiden. Selbst wenn sich die Gravitation verändert, ist dies immer noch ein Sturz und Sebastian sollte sich ernsthaft verletzt haben. Joseph. Erinnern wir uns mal eben an zwei Tatsachen. Erstens, Joseph hat die Nervenklinik am Anfang nie verlassen. Zweitens, Shinji Mikami teleportiert Nebencharakter immer dorthin, wo der Plot sie gerade braucht. Jetzt kotz endlich. Sieht ziemlich komplex aus. Wer stellt hier so eine Bombe auf? Die Entwickler, um Ladezeiten zu verbergen. Sebastian schießt nicht auf Joseph, obwohl er infiziert, besessen oder sonst was Feindseliges ist und ihn gerade angegriffen hat. Hat aber kein Problem, am Anfang seinen Chauffeur zu erschießen. Später schießt sogar Kidman auf Sebastian, als er einen Anfall von Besessenheit aufzeigt. Holt mich aus diesem Ding raus! Warte, wieder eine Falle. Es ist nicht wirklich eine Falle, wenn ein paar Arschlöcher dort sichtbar auf dich warten. Und deswegen buddelst du in Minecraft niemals geradewegs nach unten. Joseph schaut in sein Notizbuch, um das Rätsel zu einem Tor zu lösen, das er noch nie zuvor gesehen hat und sich durch bloßes Anheben öffnen lässt. Dieser Bosskampf gegen einen feuerempfindlichen Boss findet in einer Umgebung voll mit entflammbaren Objekten statt. Ich bin einfach hier aufgewacht. Es war eine Art Blackout. Nein, Joseph, du wurdest nur wieder von Mikamis Plot teleportiert. Ein paar Arschlöcher versuchen gerade durch das Tor zu gelangen, welches Sebastian übrigens vor wenigen Sekunden geöffnet, aber nicht geschlossen hat. Wieder eine? Beim letzten Mal hast du solch eine Tür in wenigen Sekunden geöffnet. Offensichtlicher Horden-Modus-Trigger ist offensichtlich. Dieser gesamte Horde-Modus-Abschnitt mit allem, was dazugehört, ist direkt aus Resident Evil 4, 5 und 6 recycelt. Joseph überlebt dies. Die Gebäude hier sehen aus wie im Mittelalter. Ja, aber es gibt Elektrizität. Aufzüge. Also quasi wie in fast jedem JRPG. Hat es sich so angefühlt, Sebastian? Nach dem Unfall. Ich habe mir nie eine Knarre an den Kopf gehalten. Nein, natürlich nicht. Hast deine Sorgen in Alkohol ertränkt. Wir haben fast die Hälfte des Spiels erreicht und erst jetzt wird über Sebastians Hintergrundgeschichte gesprochen. Falls ihr dies nicht mitbekommen habt oder die Zwischensequenz übersprungen habt, macht euch keine Sorgen. Es wird den Rest des Spiels nicht mehr erwähnt und hat auch sonst keine Bedeutung für diesen Plot. Außerdem, Sebastians Frau und seine kleine Tochter sind ums Leben gekommen. Das gibt einen obligatorischen Punkt für das Charakterentwicklung durch tote Familienmitglieder-Klischee, auch wenn sich sein Charakter durch dieses tragische Ereignis in dieser Geschichte nicht wirklich entwickelt. Wir haben keine Zeit für sowas. Das sagte Shinji Mikami, als jemand vorschlug, Sebastians Charakter auf eine bedeutungsvolle Art zu entwickeln. Guck mal, was ich hier habe.
Scheint noch zu funktionieren. Und das weißt du woher, ohne es auszuprobieren? Was ist? Ich habe meine Brille fallen lassen. Es geht nicht nur darum, nicht sehen zu können, sondern sich normal zu fühlen. Es geht darum, das Spiel in die Länge zu ziehen. Die Entwickler mochten diesen Sturz mit verdrehter Gravitation so sehr, dass sie ihn 4 Kapitel später erneut eingebaut haben. Der Aufenthalt in einem gasgefüllten Raum führt nicht zur sofortigen Erstickung. Von der Gefahr weg in Richtung Kamera laufen, plötzlich habe ich Uncharted-Flashbacks. Was macht das auf? Nein! Warte! Dieser Stolperdraht ist ziemlich sinnlos, wenn er Leute davon abhalten soll zu entkommen, da er sich außerhalb der Tür befindet und das Auslösen nur deine Verfolger einsperren sollte. Pyramid Head verarme. Keine Ahnung, warum Shinji Mikami hier an ein wesentlich besseres Horrorgame erinnern möchte. Was ist gruseliger als 7 einsame Rollstühle? 6 einsame Rollstühle, weil Wiederholung scheinbar Horror erzeugt. Großartig. Ihr Partner ist also ein verdammter Psychopath? Und wir sind alle in seinem Kopf. Uwek ist also nur ein lebendes Gehirn in einem Behälter und diese albtraumhafte Welt wird nur von seinem Verstand erzeugt. Das erklärt allerdings nicht, wie er sich in der realen Welt manifestieren konnte, um alle Menschen in der Klinik zu ermorden. Oder wie er in der Lage gewesen ist, die Protagonisten sowie den Doktor und andere Menschen an sein Gehirn anzuschließen. Und was wäre, wenn ein Pizzabote aufgetaucht wäre? Hätte man ihn auch einfach angeschlossen? Und was ist mit dem Cop, der alle nur gefahren hat? Der hat die Klinik niemals betreten. Haben Sie Albträume? Dein Scheiß ernst? Warte. Das Haus habe ich schon mal gesehen. Scheinbar hat Sebastian auch Resident Evil 1 gespielt. Ein Anwesen in einem Wald, dessen Eingangstür in einer Halle mit einer Doppeltreppe führt und der Raum zur Linken ein Esszimmer ist? Ganz zu schweigen von den grauenvollen Experimenten, die hier an Menschen durchgeführt wurden. Jetzt fehlt nur noch ein Hund, der durch ein geschlossenes Fenster springt. Wie alt ist Ruvik eigentlich? Er sieht nicht älter als 30 aus und der Onkel Doktor kennt ihn scheinbar bereits seit seiner Kindheit. Allerdings lässt die Kleidung und der Einrichtungsstil auf die 20er Jahre schließen. Er spielt sogar mit seiner Schwester in einer Scheune, wie man es damals eben gemacht hat. Ein weiterer nerviger Bosskampf gegen diese feuerempfindliche F*** in einer ständig brennenden Umgebung. Du gehörst mir. Und ich werde dich benutzen. Das klingt schmutzig. Fahrstuhl Loading Gate. Scheiße, schon wieder hier. Scheinbar hat nun auch Sebastian von der sich ständig wiederholenden Umgebung die Schnauze gestrichen voll. Leslie war schon einmal hier. Und kam zurück. Er hat die Verbindung mit Ruvik überlebt. Und zwar als einziger, soweit ich weiß. Der Autist ist der einzige Überlebende und der einzige Weg nach draußen. Ha, 97, Cube. Er will dasselbe wie wir. Er will raus. Wenn immer ein Wissenschaftler in einem Unterhaltungsformat zu einer großen Erkenntnis kommt, ist er 10 Sekunden später tot. Keine Ahnung, wie oft ich jetzt gesehen habe, dass Sebastian irgendwo aufwacht. So oft, dass ich aufgehört habe zu zählen. Daher einfach 10 Punkte obendrauf. Was soll das? Hast du auf mich geschossen? Du hast dich in ein Monster verwandelt. Mich angegriffen. Sie hat Sebastian eben in den Kopf geschossen. Nicht nur, dass er es überlebt hat, er hat nicht mal eine Schusswunde in seiner Zwiebel. Denk dir wenigstens irgendeinen Bullshit aus, Shinji. Eine abgeprallte Kugel oder sowas, um es wenigstens glaubhaft zu machen. Noch ein Wort an die japanischen Horrorgame-Entwickler. Mannequins erzeugen nicht den Horror, den ihr glaubt, damit zu erzeugen. Erst recht nicht, wenn ihr mit diesen so inflationär umgeht. Da bekommt man das Gefühl, ihr habt diese Puppen nur deswegen überall in diesem Spiel aufgestellt, um Titten zeigen zu können. Wie bist du hergekommen? War nicht leicht. War nicht leicht ist scheinbar die universelle Antwort auf alle Fragen, wenn etwas Unmögliches passiert. Wie hast du fliegen gelernt? Wie hast du es geschafft, unter Wasser zu atmen? War nicht leicht. Ich habe noch nie einen Schulbus oder irgendeinen Bus mit solch einer Sitzanordnung gesehen. Solch eine Platzverschwendung findet man ausschließlich in Bussen, in denen später ein Bosskampf stattfindet. Scheiße! Gerade noch rechtzeitig für den Plot. Tunnel Ex Machina. Ich habe eine Theorie. Wir werden hier kreuz und quer durchgeleitet, als ob jemand uns steuern würde. Ja, das ist Shinji Mikami. So ist er eben. Da ist ein Krankenwagen. Vielleicht gibt's dort Verbandszeug. Ich gehe. Nein, ich mach das. Lass niemanden hier reinkommen. Sexismus. Schon zum zweiten Mal. Ah!
Alle überleben diesen Bullshit. Warte, ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Das ist doch bloß wieder eine Ausrede, um später vom Plot teleportiert zu werden. Versteckspiel im Fleischkühlhaus-Klischee. Beschützt du mich? Ja, das ist mein Job. Gut, gut, gut. Wenn ich nach Hause komme, werden sie sich wundern. Oh, jemand hat X-Men gesehen. Ich habe einen Auftrag. Der Auftrag ist übrigens der erste von mehreren DLCs, die du kaufen musst, um die Geschichte komplett verstehen zu können. Bis dahin bleibt Kidman die Ada Wong in diesem Game. Leslie ist der Einzige, den er... Oh, da hat jemand das Teilen einer wichtigen Information erfolgreich unterbrochen. Alles endet, wo es begann, Klischee. Ganze 10 Minuten geradeaus durch Gänge laufen, ohne dass etwas passiert. Bösewicht mit gottartigen Kräften kann mit einer Öllampe in die Fresse aufgehalten werden. Der letzte Hordenmodus, bevor es ins Finale geht. Noch einmal einsame Rollstühle, weil es der Modus Operandi von Shinji verlangt. Wenn ich hier lebend rauskomme, setze ich nie wieder einen Fuß in einen Aufzug. Wirst du aber müssen, wenn sich der nächste Bereich laden soll. Wenn du weißt, wer dieser Junge ist, wenn du irgendetwas weißt, dann weißt du, warum er nicht weiterleben darf. Wenn Leslie eine Möglichkeit für Ruvik ist, in die reale Welt zurückzukehren und er deswegen sterben soll, warum hat Kidman ihn nicht schon längst exekutiert? Sie war doch zuvor lang genug mit ihm alleine unterwegs. Höhenloser Endkampf gegen Riesengehirn. Sebastian überlebt auch dies. Resident Evil Endboss Raketenwerfer Ex Machina. Wenn es so einfach ist, Ruvik loszuwerden, warum hat man dies nicht auch so in der realen Welt gemacht? Und wieso kann man ihn in seinem Albtraumreich töten, indem man dort sein Gehirn zerstört, wenn es doch in der realen Welt noch immer existiert? DLC-Köder. Fortsetzungsköder. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Hast du das gehört? Was war das für ein Geräusch? Haben die irgendwas mit meinem Kopf gemacht? Sie sehen nicht gut aus. Haben Sie einen Geist gesehen? Barry, where's Barry?